Moin Moin Schiedsrichter und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Risk No Fun. Heute ist es eine Special-Ausgabe, etwas ganz Besonderes, denn heute habe ich einen Ehrengast, der ein paar Challenges, die ich bereits in der Vergangenheit absolviert habe, versucht nachzumachen. Herzlich willkommen, TanzFitnessNet! Ja, da kommt unser Supersportler auch schon ins Bild. Andi, grüß dich. Hallo. Moin Moin. So, Andi versucht heute die eine oder andere Aufgabe nachzumachen, richtig? Genau. Richtig, wir sind hier schon bei unserer ersten Aufgabe und erst in der letzten Ausgabe von Risk No Fun habe ich genau das hier gemacht. Yo, Nummer 1. Ja, 2. Komm, komm, komm. Hier nochmal die Regeln. Und zwar muss Andi nun versuchen, innerhalb von einer Minute dreimal diese Flasche in die Luft zu werfen und dass sie landet. Du hast so viele Versuche, wie du willst. Doch, 1000. Du kannst 1000 Mal, aber nur eine Minute hast du Zeit. Okay. In der Minute musst du versuchen, dreimal diese Flasche wieder zum Stehen zu bringen. Das ist alles. Recht simpel eigentlich, ne? Ja, dann schau ich einfach mal. Ja, nimm die Flasche gerne in die Hand. Und ab deinem ersten Wurf, würde ich sagen, geht's los. Oh, der war aber schon... Der war schon gut. Okay, Speed, Speed. Die Minute läuft. Ja, ja. Woo! Kamera gleich kaputt. Was? Noch 30 Sekunden? Oh, 12? Noch 7? 3, 2, 1 und... Oh, okay. Also, wir halten fest. Natürlich waren die Bedingungen bei mir ein bisschen anders. Ich hatte einen etwas erhöhten Tisch. Die Bank ist ja nur ein bisschen tiefer, ein bisschen glatter auch. Vielleicht hat es daran gelegen. Ja, und die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist nun zerbeult, ja. Aber an der Stelle... Loser. Loser. Und wir kommen zur zweiten Challenge. Und die zweite Challenge, die kennt ihr natürlich auch schon. Und da ist es auch noch gar nicht so lange her, dass wir das Ganze hier versucht haben zu absolvieren. So. So, wenn ich jetzt mein linkes Bein drauf habe, weil mein rechtes Bein das starke ist, theoretisch zumindest, dann müsste ich ja so, müsste aber dann, wenn ich da oben bin nachher, mit dem rechten so nachziehen. Oder ich mache rechts hier drauf mit links so. Ah ne, ich glaube, das ist schon behindert, ja? Dann, ne. Da! Was ist? Wohin wollt ihr heute? Leine dran machen, kann das Skateboard selbst entscheiden, wo es hin will. Es muss doch möglich sein, mal ein bisschen geradeaus zu fahren. Wahrscheinlich sollte ich erstmal üben, geradeaus zu fahren. Ich muss ja ansatzweise das Gefühl haben, es ist machbar. Noch habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Die Aufgabe klang simpel, 10 Bahnen hin und her, sollte nichts dabei sein. Mein Problem ist, ich kriege dieses Skateboard nicht unter Kontrolle. Ich kann damit nicht geradeaus fahren. Killer Skatepark. Und die Regeln dazu sind folgende. Andi muss in diesem Fall jetzt versuchen, von A nach B zu kommen, über die Base und das 10-mal innerhalb von 3 Minuten. Und ihr wisst ja, dass es auch für mich sehr, sehr schwer war, das Ganze zu absolvieren, da ich noch nie auf dem Skateboard stand. Ich glaube, bei dir ist es ähnlich, oder? Ich letztes Mal 1985 auf dem Skateboard. 1985. Ja, dann schauen wir mal. Du hast natürlich so wie ich auch die Möglichkeit, dich erstmal ein bisschen einzugrooven, ja, ein gewisses Feeling dafür zu bekommen. Und wenn du das Gefühl hast, du könntest es schaffen, dann sagst du uns Bescheid und dann läuft die Challenge. Ja. Thank you.
einfach, ne? Ich fand es so schwer, damit überhaupt erstmal geradeaus zu fahren. Das fand ich schon schwer, das Ding zu lenken. Was glaubst du vom Gefühl her? Kann man das, könntest du das vielleicht schaffen oder nicht? Denke schon. Mit deinen 90% nein. 90% nein, so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe gleich von vornherein gesagt, komm, lieber abbrechen. Na gut, wir haben uns gerade ein paar Tipps eingeholt. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und vielleicht bringen die Tipps ja was. Ne? So ein bisschen, wie man die Balance hält, wie man die Füße koordiniert auf dem Brett. Ja, die Aufgabe war klar, ne? Von hier drüben quasi, Punkt A, also hier Unterkante, genau, im Prinzip über die Base in einen Rutsch so durch, bis drüben ans Ende, wieder umdrehen, zurück. Und das quasi 10 Mal und in 3 Minuten. Ist schwierig. Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. So, es ist natürlich schwierig. Andi versucht es, in einen Rutsch durchzukommen. Er hat natürlich da seine Schwierigkeiten, wir sehen es. Das heißt, laut Regelwerk wäre natürlich jetzt die Aufgabe schon vorbei, da er nicht absetzen darf und keine kleinen Stops machen darf. Aber er versucht es immer noch. Da sieht man, das ist ein echter Tanzfiti. Der versucht es immer wieder, der Wille zählt. Aber es ist nicht einfach. Und auch für mich war es einfach viel, viel zu schwer. Ich habe mir es auch viel leichter vorgestellt, dass man viel einfacher auf so ein Skateboard gerade ausfahren kann. Aber es ist als absoluter Neuling dann doch einfach nicht machbar. Okay. Ja, es scheint nicht zu funktionieren. Laut Regelwerk dürfte man ja auch nicht absetzen. Insofern hast du es auf jeden Fall versucht. Und für mich war es genau dasselbe Ergebnis. Es war einfach nicht zu machen. Ja, dann würde ich sagen, zweite Challenge leider auch nicht geschafft, aber 3 kommen ja noch. Schauen wir mal. Ne? No risk, no fun. Wir kommen zur dritten Challenge. Ja, es war zu erwarten. Es war zu erwarten. Ja, hast du gut gemacht, ne? Die Regeln sind sehr simpel. Wir müssen einfach unseren aktiven Arm mit dem Ellbogen auf der Tischplatte fixieren und den inaktiven Arm dann auf den Rücken, damit wir uns damit nicht abstützen. So, das ist eigentlich alles. Und ja, ich bin sehr gespannt, wer schafft es, den anderen Arm zu Boden zu bringen. Auf jeden Fall nur Ellbogen blutig. Bist du auch mit rechts oder bist du links? Was ist dein starker Arm? Mit rechts? Ja, ich bin auch mit rechts. So. Gut, dann versuchen wir es mal. Gehen wir hier ein bisschen in die Hocke. Wir machen das hier so über Eck. So. Gut. Inaktiven Arm auf den Rücken. Gut. Leck mir am Arsch jetzt. So, gut, dann auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, Alter, Andi. Aber da war schon Power gerade dazwischen, ja. Mein lieber Scholli. Also, da war schon ein Knöpf dahinter. Gut, das ging schnell bei Novi. Der hat mir ja die Stirn geboten und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich es nicht geschafft habe. Ne, Novi, da hat am Ende hat er mein Ärmchen wirklich... Noch zweites Mal. Ja, wir machen noch ein zweites Mal. Die Revanche.
Ja, zeig das mir nämlich. So. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja, gut. Puh, also Power hat der Junge. Ne? Das muss man ihm lassen. Dritte Challenge. Wir wissen schon, total ist es nicht mehr zu schaffen. Man muss immer drei Aufgaben schaffen. Aber natürlich machen wir noch die weiteren Challenge und deswegen kommen wir jetzt zur Aufgabe Nummer 4. Wir sind bei der vierten Challenge angekommen und da ist es auch noch gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe, denn das war nämlich in der letzten Ausgabe von Risk No Fun. Mann! Gilt das? Beide auf dem Scherben, ne? Ja, sind beide oben geblieben. Geht! Auch hier sind die Regeln wieder relativ simpel. Und zwar muss Andi versuchen, innerhalb von einer Minute diese beiden Teebeutel auf den Schirm zu bringen. Er hat die Cap jetzt gleich auf und quasi wäre das so das Endresultat, dass irgendwie die beiden Teebeutel da oben hängen bleiben. So, das wird eierig, ja, das stimmt, du kannst schon mal aufsetzen. Ich weiß nicht, mit Brille, ohne Brille, was ist besser? Original, ohne, mit Brille. Mit Brille, gut. Und dann schön raufschwingen und eine Minute Zeit hast du gleich. Und die müssen beide oben liegen bleiben. Ist natürlich auch schwierig, wenn man natürlich immer ganz schnell hin und her macht, weil man das innerhalb der Minute schaffen will. Und dann hat man gerade den Moment, da liegen die Beine oben und du zappelst wieder weiter und die fallen runter. Also die müssen natürlich oben liegen bleiben. Das ist natürlich. Ja. So, okay. Also, pass auf. Die Minute startet und es geht los. Ja. Ja. Oh, einer ist oben, einer ist oben. Okay, ja, ja. Fast. Oh, der liegt oben auf der Kante, ja. Oh, wieder oben. Oh, ist es schwierig, ne? Einer hängt da, ja. Das würde. Ja, ja. Ja! Das gilt, jawohl. Sehr gut. Und immer noch 30 Sekunden. Geschafft. So, Winner. Winner. Jawohl. Glückwunsch. Ja. Danke, danke. Vierte Challenge geschafft. Und das heißt, eine ist noch übrig. Und die kommt jetzt. So, wir sind bei der letzten Challenge angekommen. Challenge Nummer 5. Wie fandest du es bisher? Interessant, auch nicht so toll mit dem Skateboard. Ja. Hättest du gedacht, dass das funktioniert besser, oder? Ich sag mal so, wenn das Skateboard breiter gewesen wäre und wenn die Unterfläche vielleicht nicht so rau gewesen wäre, hätte ich besser gepasst vielleicht. Mhm. Ich, okay. Ja auch, ich bin ja erst seit über 30 Jahren nicht mehr Skateboard gefahren oder so. Mhm. Das ist ja auch immer so klappt und Skateboard ist nicht so mein Ding. Ja, ist schon. Nicht so einfach, wenn man da nicht die Übung hat. Aber der Hut hat, also jetzt die T-Stellen hat mir gefallen, das war ja relativ einfach. Das war relativ einfach, das stimmt. Das war ein bisschen schick und... Ja, das stimmt. Ja. Ja, das lief auch gut. Ja. Oh, das müssen wir in einer Minute ändern. Also eine Minute hätte ich jetzt geschafft. Und die Regeln dazu sind relativ simpel.
Denn Andi muss jetzt versuchen, innerhalb einer Minute, und da sind wir kulant, damals, wo ich das gemacht habe, da war die Aufgabestellung noch 2 Minuten. Und 2 Minuten war für mich schon unglaublich schwer, habe ich nicht geschafft. Eine Minute kann man schaffen. So, wenn man da jetzt halt nicht so eine Übung ist. Deswegen sagen wir direkt 1 Minute. 1 Minute, ja, als wenn man auf dem Stuhl sitzen würde, im rechten Winkel, gegen die Wand gedrückt und so verharren und das aushalten. Genau. 1 Minute lang. Es wird sehr, sehr schwer. Genau. Man ist halt wichtig, dass man wirklich, als wenn man halt auf dem Stuhl sitzt. Es muss wirklich 90 Grad mit den Beinen. Genau so. Und das 1 Minute wird schwer. Ne? Jetzt haben wir hier natürlich noch einen kleinen Schwierigkeitsgrad. Hier ist ein bisschen jetzt die Erde sandig. Ne? Also ist nicht gerade der beste Untergrund, um schön stabil zu sein. Aber wir versuchen es. Ja? Bist du bereit? 1 Minute läuft ab jetzt. So, am Anfang Arme nicht abstützen, Arme müssen frei hängen. Ja, ich glaube, das ist noch zusätzlich zu schwer. Okay, 15 Sekunden hast du schon. Es ist anstrengend. Und wir haben 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden so. Noch 30 Sekunden. Ja, es rutscht. Es wird immer schwieriger. Noch 20 Sekunden. Es zieht, also bei mir zog es damals in den Oberschenkeln. Halte durch, beiß die Zähne zusammen. Zeig, was ein Fitti ist. Noch 10 Sekunden, Andi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geschafft. Yes, bleibt er noch cool sitzen. Ne? Ja. So, Andi hat geschafft. Gut, dann nehmen wir jetzt mal den Stuhl weg, den ich nachträglich eingearbeitet hatte. Okay, ja, war anstrengend, oder? Ja, Knie. Knie? Und Oberschenkel hier? Eigentlich nicht so viel. Nee, ich glaube, also ich meine mich zu erinnern, dass es bei mir in den Oberschenkeln extrem zog. Okay. Ja, also, 1 Minute hat er geschafft. Damit ist eine Risk and Fun zu Ende. Ja. Und traditionell bedeutet es ja immer, wenn man 3 Aufgaben nicht geschafft hat, gibt es am Ende eine Bestrafung. Und die Bestrafung, die würde ich sagen, ziehen wir auch heute Abend live im Studio durch. Ja, da lassen wir uns noch was Schönes einfallen. Für euch wird es natürlich jetzt direkt hier eingeblendet. Das ist also Andis Bestrafung. Soll es deine Bestrafung sein, Andi? Ja, meinst du nicht. Okay. Andi, go! Kann ich so machen. Ach so, okay. Ja, zieht überhaupt jemand mit, Freunde? Oh, okay, Mikro. Okay, weiter. Sehr gut, Andi, sehr gut, ja. 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 Gut, der Fuß auf. Ja. Sehr gut. Ja, hast du sehr gut gemacht. Sehr gut. Ach Mensch, das war doch, also da muss ich sagen, Andi, Respekt, das war, ja, da ist er auf jeden Fall ins Schwitzen gekommen, ne? Ja.
weiß nicht ganz, was es war, aber es sah sportlich aus. So viel muss man sagen.